sind wir wieder. Willkommen zurück im Taunusturm beim 7-Eleven. Mein Name ist Peter, ich bin der Head Coach von Squeeze Bar. Erik, unser Topmodel, eingeflogen. Zweite Übung, Schultern, ist dran. Und zwar, wir gehen ans Seitheben. Genial. Kurzhantel ist normalerweise typisch fürs Seitheben. Aber ich sag's euch, ihr habt die Kurzhantel in der Langhantel hier integriert und es gibt einen brutal geilen Pump in der Schulter. Es macht richtig Spaß, mit der Squeezebar ein Seitheben auszuführen. Mach dich hinter die Hantel, schnapp dir die Griffe. So. Die Squeezebar, die wurde vielleicht vorher von jemand anderem verwendet und die Griffe sind nicht ganz parallel eingestellt. Schaut da einfach vorher genau drauf. Und wenn ihr das Gefühl habt, okay, Parallelität ist da, dann schnappt euch die Hantel, hebt sie aus dem Rack raus. So, genau, dreht aus dem Rack etwas hervor. Seitheben könnt ihr etwas leicht vorgebeugt ausführen. Und ich würde sagen, mach einfach mal nach bestem Gewissen ein Seitheben. Das Wichtige ist, ich sehe immer wieder Bewegungen, die oberhalb des Schultergelenks ausgeführt werden. Wenn ihr die seitliche Schulter treffen wollt, und das wollen wir jetzt hier, dann ganz klare Empfehlung, wir gehen nicht zu hoch. Also die Bewegung wird zwar hier ausgeführt, doch gedanklich soll sich der Erik auf seine Ellenbogen konzentrieren und die seitlich nach oben bewegen. Und dann treffen wir auch wunderbar den mittleren Kopf. Für mich als Coach ist das einer meiner Lieblingsübungen mit der Squeeze Bar, weil man so geile Wiederholungen rausballern kann. Man kann in richtig hohem Tempo arbeiten und das Potenzial, dass man sich hier vorne mal was einklemmt, wie mal bei Kurzhanteln, ist auch minimiert. So, und jetzt würde ich sagen, mach mal ein bisschen Tempo. Jetzt gehst du einfach mal drauf. Und das pumpt und pumpt und pumpt. Genial. Und stopp. Ablegen und durchschnaufen. Das scheppert, oder? Das knallt rein, ja. Also Seitheben ist für mich immer so Übung Nummer 2 oder Übung Nummer 3 in meinem Workout. Und das wäre eine geniale Ergänzung, nach einem herkömmlichen Schulterdrücken, zum Beispiel mit der Squeeze Bar, ins Seitheben reinzugehen. So, Erik ist warm. Wir hatten wieder ganz raw die Stange genommen, ohne Gewichte. Das ist gerade beim Seitheben ultra wichtig und ihr müsst wirklich schauen, ob ihr das auch schon bewegen könnt. Denn das ist jetzt schon sehr ambitioniert. In der Runde 2 mache ich mal eine 2,5er pro Seite drauf. Stange schnappen. Am Anfang wieder drauf achten. Auf die Parallelität. Du bist ein aufmerksamer Schüler und weißt also, was du zu tun hast. Hier jetzt mal ein Hinweis bei seinem Shirt. Das steht ein bisschen ab. Wir müssen jetzt aufpassen, wenn er Seitheben macht, dass er sich da nicht verheddert in dem T-Shirt. Jetzt ist nur mal ein sehr spezieller Hinweis hier bei seinem Shirt. Und let's go. Leichte Vorlage, genau. Und versuch ruhig hochzukommen. Zieh ihn trotzdem hoch. Konzentration, gehen wieder an die Ellenbogen. Die wollen das Ganze hochheben, genau. Und dann treffen wir den hier, der es Knüppel hat. Okay, kurze Pause. Die 2,5er, die fühlen sich an wie 20er. Kannst ruhig hinter mir stehen, nur nicht zu nah, okay? Nee, ich halte da lieber ein bisschen mehr Abstand bei dir. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Vor mir? Und Erik, sag mal was, kann ich das? Das sieht unglaublich schulterdominant aus. Boah.
Also du merkst, du siehst richtig, wie diese Schulter hier raus poppen will. Okay, das war dein zweiter Satz. Die Schulter ist an. So, wir haben jetzt mal kurz die Rollen getauscht. Ja. Peter steht jetzt vor der Hantel. Greif mal die Stange. Und das ist auch, bei der Squeeze Bar müsst ihr wirklich ausprobieren. Das ist auch für uns ist es teilweise noch manchmal relativ neu, weil es ist einfach ein komplett neues Muskelgefühl. Es gibt so viel Variation dadurch, dass wir einfach die Fat Grips haben und diese verstellbaren Griffe. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Der Peter, der macht jetzt nochmal Seitheben. Wie gesagt, auf beiden Seiten zwei Halber. Die fühlen sich schon an wie 25er. Ja. Leicht vorgebeugter Oberkörper. Konzentriert euch auf die Ellenbogen. Die wollen nach oben. Boah, mein Gott. Boah. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr merkst du deine seitlichen Schultern? 9. Schon eine 9, ne? Ja. Oh. Man kann es wirklich nicht oft genug sagen, nehmt am Anfang am besten gar kein Gewicht. Probiert es erstmal aus, ja. Weil das knallt wirklich rein. Übung Nummer 2 im Schulterrepertoire ist erledigt. Wir haben jetzt das Schulterdrücken gemacht, wir sind mit dem Seitheben durch. Die Schultern knallen immer mehr bei uns und ich würde sagen, probiert es einfach mal aus. Bis dahin. Euer Peter und der Erik.